Heute ist es wieder soweit, heute wird reagiert und zwar auf die nächste Episode bzw. das nächste Video von Hey Aaron zusammen mit Bodybuilding-Legende Markus Rühl. Er wird uns heute sein Haus zeigen, eine Roomtour in, ja, Markus seine Bude, die Bude eines Selfmade-Millionärs. Bevor das Video aber losgeht, ihr habt mir letztes Mal auf die Finger gehauen, dass mein Schnaufen im Mikro nicht so gut ankommt. Ich hoffe, das Ganze läuft jetzt besser und das Rauschen wurde behoben. Beziehungsweise der Fettsack Urs hat sich vom Mikro ein bisschen weiter weggesetzt. Somit sollte es kein Problem sein. Natürlich gibt es heute wieder ein Getränk. Und zwar, heute wird sich hier das blaue Syrup gegönnt. Hit Cheese Collaboration mit More Nutrition. Saure Drachenzungen. Blaue Himbeere. Rein damit. So. Dann kann auch fleißig reagiert werden. Wenn ihr da auf jeden Fall bei More auch mal shoppen wollt und Alice, die Ehrenfrau, supporten wollt, könnt ihr das mit ihrem Code Alice machen. Ansonsten würde ich sagen, schnacken wir nicht lang rum und gehen hier rein. Nicht ohne alles, guck mal, ich habe hier Hitchis Troschke mitgebracht. Alter, niemals. Was ist das für ein Zufall? Ich saufe gerade das Hitchi-Ding und der bringt Magus hier einfach Gummibärchen mit von Hitchis. Wahnsinn, ey. Süßkram. Und du hast bei Rewe gefragt, was ich trinke. Ich trinke nur Troschi. Und mit dem Gutscheincode Rühl gibt's 15%. Hier, mein Schnaps. Likör. Bringt der einfach seinen eigenen Schnaps raus. Bester Mann. Geil. Ballert richtig Trinkwasser zwischendurch. Das Intro finde ich so nice, es erinnert mich irgendwie an so Kindheits-Jugend-Sendungen. Keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Name ein, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ist es deins? Das ist mein Schloss. Ich mag diesen Schweinespeck-Marshmallow am meisten. Geil. Ich habe Waldmeister, Kirsch, Pfefferminz oder Karamell. Niemals 70 Magus hier einfach die Shots rein um 10 Uhr morgens. Wenn du 3 Stück trinkst, hast du den Hut auf. Ne? Mein Rekord ist 45 bei Miss Germany. Link in der Videobeschreibung. 45 für deine Dinger? Ich hab ja nie geguckt. Junge, 45. Komme ich ja mit meinem Protein-Shake-Rekord fast gar nicht ran vom 8-Hour-Arm-Workout mit 16 Protein-Shakes. Wer es sehen will, wie du wohnst, checkt's ab. Hätte ich? Eigentlich erwartet man, aber es ist ja super. Was hast du denn hier alles? Alles Proteine. So, jetzt sag doch mal, komm, wir haben gerade bei Troschi einen Gutscheincode gemacht. Ja. Jetzt mach du mal. Also, ich mache 15% Gutscheine mit. Breiter als Markus. Kannst du reinmachen. Joe, mach rein. Ja. Und hier eingeblendet. Ja. So, aber du wolltest mir gerade erzählen, was hast du denn. Herrlich. An diesem Tisch wird nicht gelogen, wie der ein oder andere sagen würde. Da saßen wir auch schon. Es ist immer cool, dann ein Video zu sehen und sich wieder daran zu erinnern, dass man einfach auch schon in der Bude am Start war und mit Markus gequatscht hat. Natürlich darf die Cola Light aus dem Kühlschrank nicht fehlen. Davon werden im Hause Rühl, glaube ich, 5 bis 10 Flaschen daily verhaftet. Aber gucken wir mal. Hä? Alles außer Light-Produkte zu nehmen, die nicht so gut waren. Man muss ja da leider ein bisschen ausholen. Ne? Also im Profisport ist ja nicht so, dass man das nimmt, weil man irgendwie geil drauf ist zu betrügen oder weil man auf die Nebenwirkungen scharf drauf ist, sondern Profisport heißt, du musst deinem Körper hin eine Manipulation unterliegen, bei den meisten, mhm, ja, damit du Leistung bringst, die weit über das Normale hinaus akzeptabel und nachvollziehbar ja ist. Ja. Was hast du alles genommen? Ja, du mehr über normale anabole Steroide. Einfach ganz trocken. Morgens die erste Frage am Frühstückstisch. Und was hast du eigentlich so genommen? Wachstumshormone, Insulin und so weiter, ja. Das ist ja im Bodybuilding oder heute im Leistungssport gar kein Geheimnis mehr. Das nehmen ja ganz viele. Im Profisport, nicht in allen Sportarten, aber ich sage mal, 90% des Profisports wird gedopt. Also keiner will mehr sehen, wenn man einen Radfahrer hat, der die Pyrenäe absteigt, ja, und sagt, hier, das ist mir zu steil, ich schieb mal Rad. Ja. Schau dir mal, und ich gucke mir manchmal so die WM 1990 an oder 66, ne, wo die Günther Netzer noch gespielt hat. Er hat die aber den Ball angenommen, dann haben sie 3 Minuten gewartet, wo sie Ball hinspielen, haben sie jemanden abgespielt. So, wenn du heute Ball annimmst, hast du genau 3 Sekunden und dann kriegst du 3-mal die Achillessehne weggedreht. Der Sport ist so schnell, so intensiv geworden, so körperlich, so betont, so leistungsfähig und intensiv. Ist das alles geschuldet, weil die Leute heute oder die Sportler in eine Eistonne gehen? Irgendwie herrlich, der Vergleich mit der Eistonne. Aber Markus spricht mal wieder die Wahrheit. Und
Dafür feiere ich ihn und bestimmt viele von euch auch, weil er einfach immer raushaut, was er denkt. Und das ist schon herrlich. Ich bin ein sehr naiver Typ und hätte ja gesagt. Ne? Andere Fragestellung. Jetzt bist du Profisportler. Ja. Ne? Und du willst an die Weltspitze. Ja. Und jetzt hast du die Chance, mit leistungsfördernden Substanzen vielleicht diesen Schritt zu gehen, was dein Körper genetisch nicht gehen könnte. Würde ich mir sofort reinballern. So. Ich würde aber auch sofort für 200 Millionen nach Saudi-Arabien gehen. Ja. Und das muss sich, glaube ich, jeder selber die Frage stellen, der sagt, Dopingsünder gehören weggesperrt oder so. Jeder würde doch in dieser Situation, oder jetzt sind wir bei Mehr wird Millionär, ja, und da steht hin, da steht die Antwort an der Wand. Würdest du da nicht hingucken? Würdest du das, ne? Das heißt, der Mensch neigt doch zum Vorteil des eigenen Seins zu betrügen. Zu tricksen. Ja. Darf man nicht betrügen sagen, zu tricksen. Tricksen. Oder? Ja, bin ich komplett bei dir. Du sprichst mir aus der Seele. Und ich finde das immer so diese doppelmoralische Scheiße, wenn manche Leute sagen, ja, yeah, der Leistungssport muss sauber sein. Ja, das sind doch die Erste, die das Maul aufmachen würde, wenn dann der in den 90 Minuten nicht den Ball reinschießt, weil er vielleicht aber nicht mehr kann, nachdem er 60 Meter im Vollsprint gerannt ist. So was kriege ich nicht. Das stimmt. Ja, guck doch mal hier, nimm doch mal. Ich bin seit 9 Jahren mit der Frau zusammen. Ich habe noch nie einmal gewaschenes Obst gekriegt. Aber hast du... Alter, aber wie angerichtet, Alicia hat sich da alle Mühe gegeben hier mit Wassermelone, Himbeeren, Trauben. Bei uns gab es Huhn und Reis, erinnere ich mich noch, hat sie gekocht, alles schön plain. Und dann haben wir ordentlich reingeladen. Hast du schon mal? Gestern wurde die Wassermelone da hingeschmissen, wenn ich sage, krieg ich mal ein Stück, sagt sie, da weißt du, wo die Küche ist. Aber du musst das auch mal fragen. Bitte, Schatz, gib mir doch mal meinen Engel. Ich kriech auf allen Vieren und sage, ich bin dein Sexsklave. Und trotzdem kriege ich halt immer eine gewaschene Traube. So. Ich würde mir mal gerne umgucken. Wie das Stromberg, so. Wie wurde ehemaliger oder Deutschlands erfolgreichster Bodybuilder? Meinst du, kommt irgendjemand nach, der dir den Rang ablaufen kann? Es kommt eben einer, du Oskar Leschinski, hab ich schon mal gehört. Ui. Gänsehaut kommt direkt, Alter. Props vom Meister. Wirklich, aber in einer anderen Kategorie. Der ist gut. Der ist gut, auch mental, klar im Kopf, lieber Kerl. Rufen die jungen Hasen manchmal den alten Silberring an und fragen, sag mal? Nee, die haben manchmal so ein bisschen... Also das ist halt so in dem Bodybuilding, ich bin so ein bisschen unantastbar für die. Ne? So. Aber wenn die dich anrufen würden und sagen, ey, sag mal, wie kann ich den nächsten Schritt machen? Gehst du ran? Nee. Okay. Es gibt hier räumlich... Geiler Typ, Alter. Aber mit Markus telefoniere ich das ein oder andere Mal. Also bei mir geht er schon ran. Kiten. Die sind nicht für alle Welt gedacht. Das finde ich gut. Weil, müsst ihr euch vorstellen, das Haus ist normalerweise komplett chaotisch. Wir haben alles genommen und haben das in einen Raum reingeschmissen. Dann ist das so, dass das, wenn du aufmachst, dass das ganze Haus Röhlen gekommen wird. Dann sagt er aber, du haust dem einen in die Schnauze zu. Er stellt mir Eier, ne? Das ist dein Feenhaus. Also, spielt der Papa mit dir mit dem Haus? Nein. Stimmt, nee, das ist Lucys Traum. Ja, aber gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie du mit Puppen spielst. Nee, ich zieh dir höchstens aus. Ich habe einen sehr schönen Fernseher, den habe ich mir gekauft, weil eigentlich ist das mein Hobby. Guck mal, ein normaler Mensch von der Größe her mit einem Dingsbums. Wie kriegst du denn mit deinen Knubbelfoten Pass und einen Kick hin? Naja, ich spiele. Junge, Markus und FIFA ist auf jeden Fall seine Kombi, da geht der richtig drin auf. Ich wollte auch schon mal eine Partie mit dem zocken, wo wir bei ihm waren. Aber ich glaube, der hätte mich langlaufen lassen. Mittlerweile Ultimate. Ich bin gut im FIFA. Spielst du auch Call of Duty? Nee, ich mag nur Fußball spielen. Ich habe aber die Zeit nicht. Guck mal, ich spiele FIFA, weil ich einfach so ein bisschen Gehirn ausschalten will. Okay. Das ist meine Entspannung. Bester Fußballer aller Zeiten? Messi. Aber wenn ich jetzt emotional... Emotion, nur Emotion. Ronaldo. Welcher? Der dicke oder der? Nee, der dünne Ronaldo. Also der aktuelle Ronaldo. Ah, okay. Also dahin ist meine Spielecke. Ne? Genau, Spielecke fürs Kind. Frozen ist sehr angesagt. Ja. Frozen ist unbedingt, also Eiskönigin ist ganz wichtig. Ja, das ist unser kleines Grundstückchen, kleine Rasen, da spielen wir als Fußball. Ja, wirklich, wirklich sehr schön. Die Behausung von Markus auch mit dem Garten und so, tipptopp, auch gut gesichert, schön abgenetzt und kann man sich auf jeden Fall drin wohlfühlen, glaube ich. Soll ich denn, Lucy? Haben wir so ein Plastiktor da im Gartenhaus? Wir haben eine Frage, wir gehen ja gleich nochmal rum, da war aber auch Kunstrasen, oder? Das ist alles Kunstrasen vorne. Und manchmal liegen wir auch vorne und spielen auf dem Kunstrasen. Ah, dann, okay. Dann ist es etwas angenehmer wie da. Ich bin auch so ein bisschen ungezieferaffin und so. Also wirklich? Schreist du? Wenn ja, ich finde es total ekelhaft. Was ich auch nicht mag, ist mit nassen Füßen auf Rasen laufen. Das geht gar nicht. Also und Spinnen? Boah. Markus Rüh mag Spinnen nicht. Nee. Markus hat einfach Angst mit der Spinnenphobie am Start hier, oder was? Ja, siehst du, da war eine kleine Erinnerung, die Kleine war so gerade ein Jahr alt. Ne? Ja, du warst noch verliebt, ich in der Frau, ne?
Sind jetzt nicht mehr? Jetzt sind wir nur noch. Ne? Ah, okay. Es kommt vor, als wenn ich in so einem... Junge, okay, der drückt auch einfach immer die herrlichsten Sprüche. Das ist echt unfassbar geil. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie nennst du diesen Style? Ich nenne ihn Reich. Also es ist so alles so edel und schön. Alicia macht den Innenausbau, das ist so ihr Hobby. Die hat auch die Möbel und so, hat sie alles entworfen. Okay. Also du bist eigentlich nur mehr eingezogen. Ich hab's bezahlt, ja. Ja. Also ich war dabei irgendwie. So muss es sein, ey. Bei mir daheim, klar, ist jetzt nicht der Palast, aber da wird auch ähnliche Rollenverteilung betrieben. Ja, Hoodies drin und so. Also nichts Tolles. Und du hast normal welche Größe? 5XL. Bei T-Shirts und Hoodies 5XL. Also das sind 5XL. Hast du was von Louis Vuitton für 5XL? Nee. Ich versuche halt immer so ein bisschen schick auszusehen, ohne jetzt viel Geld für Marken. Also ich bin jetzt kein modebewusster Mensch. Ich mag dann eher andere Sachen, wo ich mal gerne was investiere dafür. So. Ach, guck mal. Ah. Prinzessinzimmer. Also bei uns musst du nicht fragen, ob Junge oder Mädchen. Das haben wir damals so entworfen. Auch Alicia mit Teppich und so weiter. Alicia ist ja Polin und die ist nach Polen und hat sich die Möbel entwerfen lassen. Dann hat ein Schreiner gemacht. Jetzt denkt jeder Decker-Dennis Arschloch, aber die Preise sind in Polen halt gerade mal 5-mal so günstig. Das stimmt. Möbel tatsächlich, Möbel und Elektronik. Jetzt, wo ich letztens auch rübergefahren bin zu FAM, da muss man schon sagen, dafür lohnt es sich noch nach Polen. Aber klar, so Textilien und so wie Shirts und sowas hatten wir auch mal geguckt mit Miracleware. Aber das ist so teuer, das ist unfassbar. Wie bei uns hier. Ja, ne? Natürlich. Kannst du dann so sagen? Guck mal hier, ich sehe gerade dich. Ja. Da hat die Beziehung aber auch ein bisschen. Also ja. Deine Frau, so wie jetzt. Ja. Kaum deine Tochter älter geworden. Ja, und ich. Besser. Und da sitze ich immer? Nein. Ja, und guck dein Handy oder so und die Kleine spielt. Und ich mach dann halt das so. Die Couch habe ich für mich gekauft. Damit ich dann einen dicken Arsch hier hinsetzen kann. Ne? Ja, weißt du, ich dachte eher so, dass du überall so Metallica und E-Gitarren und hier, dass man hier reinkommt und hier so ein Wildschweinkopf hängt. Oh, Zweiberspecken. Oh. Ein wunderschönes Bad, ja. Auch auf Alicias Mist gewachsen alles. Wir haben es hier ein bisschen vergrößert. Wir haben hier noch ein Dings reinbauen lassen. Ich muss schon sagen, ziemlich, ziemlich clean die Bude. Also ist nicht nur vom Aufgeräumt oder sauber sein, sondern auch vom Design her. Feiere ich eigentlich total. Ich bin auch eher Fan von weniger Möbel, weniger ist mehr. Klar, für die Kleine dann noch ein schön ausgebautes Kinderzimmer. Kind sollte alles haben, aber sonst im clean Stil feiere ich extrem. Gibt auch, glaube ich, einem so ein bisschen Sauberkeit im Kopf. Okay. Eine Gaube, damit die Badewanne Platz hat und so. Ja, wow! Regenwalddusche. Ja, da gehe ich rein. Eher Bahn oder Dusche? Ich bin Dusche. Hast du überhaupt in die Wand? Boah, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auf jeden Fall Team Dusche. Außer du hast echt einen Whirlpool daheim, weil wenn ich mich manchmal in die Badewanne lege, um mir da ein bisschen Entspannung zu gönnen. Was ich, by the way, heute eigentlich machen könnte. Jetzt hat mich Markus hier auf eine Idee gebracht. Da tust du dir echt keinen Gefallen. Das ist schwer, schwerer Bodybuilder. Von dem her, geile Regendusche knallt auf jeden Fall anders. Nee, hab aber noch nie drin gelegen. Ja, da ist das Arbeitszimmer. Das Schlafzimmer. Ja. Ich meine, wenn man... Junge, der bringt es auch jedes Mal. Dich so sieht und alles, erwartet man sowas eben nicht. Ja. Das ist alles Frau. Also, aber das ist doch nicht, das ist so 1,80 mal 2, oder? Das ist groß genug, ja. Aber du brauchst nicht 2x2? Nee, ich bin ein relativ genügsamer Schlafer. Das ist, ist das ein begehbarer Kleiderschrank? Ja, das halt. Ich muss sagen, bei uns zu Hause ist das auch so. Schatzi, Grüße an dich. Da haben wir eigentlich auch ein Bett, was groß genug ist. Aber wenn ich morgens oder nachts mal noch kurz aufs Klo muss, dann zurückkomme, liegt die Madame gern mal quer im Bett. Alle Boys und Girls, eine Beziehung, wie es bei eurem Partner, schreibt es gern mal rein. Ob da wirklich auch der massivere mehr Platz braucht oder ob das Reich eingenommen wird von anderen Parteien. Sind das deine Sachen da drin oder von deiner Frau? Aber auch. Es ist... Das erwartet man gar nicht, aber wenn du sagst, deine Frau macht alles, dann erwartet man es doch, weil es sehr schön ist. Ja. Guck mal, das ist unser erster Urlaub hier, da muss man ganz schön mal. Zeig mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Im Studio, lustigerweise. Beim Pumpen? Ja. Boah, wie breit du bist. Ja, ja. Junge, guck dir mal hier den Latt an, wie du aus dem Wasser rausschanzt und auch so der Rückenstrecker bis ganz oben hin mit dem Trapez und mit dem Nacken hier vereint, Alter. Krank. Daneben war Lies ja ganz zierlich. Das war unser erster Urlaub auf den Malediven. Ne? Hey, bist du hier mal drei? Ja, schön. Ja, also nach geile Zeiten. Ne? Vermisst du die Zeiten? Es war halt anders ohne Kind. Ne? Ist mit Kind schöner oder anders? Ja, anders. Schöner sowieso. Keiner will sein Kind mit. Ne? Bin ich komplett bei dir. Aber es ist natürlich so, du bist natürlich Gefangener. Ne? Manchmal. Also nicht mehr so unabhängig. Ne? Ja.
Schade bei der Kita ist, dass man sie abholen muss. Wa? Die Eltern, die werden doch. Die haben nämlich auch ein anderes Denken an dich. Ne? Also wenn du jetzt einen schweren Tag hast und kommst heim, da ist nicht so wie Papa. Die beiden in Kombo, echt herrlich. Man muss sagen, den Aaron, ich mag den Typ. Ich weiß, viele mögen den vielleicht nicht so, weil der aneckt, aber genau das feiere ich extrem. Also die beiden, check. Ihre Tag lassen meinen Ruhe. Ist so Action. Und wir nicht. Papa sein ist nichts für Feiglinge. Ne? Und hier oben noch ein Dach? Da außen ein Dach, da haben wir einen Koffer und so weiter drin. Ah, okay. Und die ganze anabole Steroid und so. Ey, man muss ihn, wer hat es ausgesehen, wenn du es eingerichtet hättest? Matratze. Das würde ich jetzt mal, mich mal auch interessieren, weil man überlässt dann doch immer so ein bisschen den Mädels die Inneneinrichtung so. Haben wir auch meistens echt ein gutes Auge dafür. Ich meine, bei Marco sieht es auch sehr, sehr geil aus. Aber das ist dann immer die Frage. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Ist das Schlafzimmer fertig? Also, ich habe ja schon ein Haus gehabt. Ja. Mit meiner Ex-Frau. Das habe ich ja dann verloren bei der Scheidung mit der Simone. Vermietet. Auch schick. Bisschen was anders. Heißt denn verloren? Weil ihr habt ja ein gutes Verhältnis. Ja, ich habe es ihr gegeben. Okay. Ich habe es ihr freiwillig gegeben, damit sie Sicherheit hat. Das ist aber nett. Ehrenmann. Genau so gehört sie. Es geht gut um mit euren Frauen. Ich weiß, ich blöd läuft rum und so. Aber Butter bei den Fische. Wenn ihr eure Ehrenfrau gefunden habt, dann keep die und behandelt die wie eine Prinzessin, wie euren Engel. By the way, Ehrenfrau, wer den Alice Ehrenfrau-Kanal jetzt noch nicht abonniert hat, sollte es unbedingt tun. Ich bin eigentlich ein netter Mann. Auch wenn viele sagen, das ist ein rüdeser Arsch oder was, aber das würde ich auch sagen. Jeder, der dich nicht so kennt. Einige. Der ein oder andere mag mich auch nicht. Passt ja, aber es ist ja so. Man kann nicht everybody's darling sein. Das ist auch gar nicht der Anspruch, glaube ich. Wie kommt Ex-Frau mit neuer Frau klar? Okay. Ist monatsabhängig, glaube ich. Oder menstruationsabhängig, wie man das heute nennt. Du hast so ein schönes Haus. Danke. Und ihr habt euch im Fitnessstudio kennengelernt? In meinem eigenen. Ich habe ja ein Studio gehabt. Ja. 7 Jahre lang. Da war sie irgendwann da. Da habe ich gedacht, boah, ganz goldig so. Ne? Aber mein Gott, die ist 20 Jahre jünger. Ne? Ich habe gedacht, das funktioniert nicht. Also egal, machst ein bisschen Spaß mit der. Ne? Gehst mal einen Kaffee trinken oder so, vögelst du mal. Ah ja, das hat geklappt und jetzt habe ich nicht nur die Soße, sondern die ganze Brade halt am Hals. Ne? Der alte Womanizer. Was? Jetzt kam noch eine kleine Brade. Nee, ich passe beiseite. War schon so lieb auf den ersten Blick. Und jetzt habt ihr einen Flo. Jetzt haben wir einen kleinen Flo. War aber auch nicht geplant. Also wir haben immer, ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich gar Kinder mehr. Irgendwann kam dann die Kleine halt. Ne? Freude am Anfang groß oder Schock? Riesig. Ja? Riesig. Im Flugzeug? Wenn du neben mir sitzt, hätte ich echt schlechte Laune. Nein, das geht schon. So dick bin ich nicht mehr. Nee, aber nicht dick, breit. Ja, aber das ist ja nicht mehr so. Also wenn du Videos von damals gesehen hast, guck mal, so wie... Das ist die Bigorexia, die da kickt. Als Bodybuilder denkst du immer, ich bin eigentlich normal. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich auch normal in meiner Haut. Und dann kriegst du manchmal so den Realitätscheck gerade im Flugzeug und denkst du so, okay, vielleicht doch nicht so. Wie ich jetzt aussah, nochmal 25 Kilo mehr Muskeln, aber nur Muskeln. Also 25 Kilo Fleisch, ne? So auf den Tisch geschmissen und das dann da oben drauf. Das waren schon Ausmaße, das kannst du dir vorstellen. Ist es schwer abzubauen? Also du kriegst es ja mit, sagt man so, oh Scheiße, oder? Ja, nee, welcher Mensch gibt schon gern her, ja. Hast du auch wieder recht. Wo ich aber auch sagen muss tatsächlich, da werde ich wahrscheinlich komplett entgegen den meisten handeln. Ich möchte nach meiner aktiven Karriere tatsächlich nicht mehr richtig massiv sein oder so. Und ich sehe jetzt Markus hier und denke mir, das ist noch richtig massiv. Also ich möchte eher so, ja, schmaler sein, dünner sein, eher mehr Ausdauer haben, als dann nach jeder Treppenstiege zu schnaufen. Hat man sich da nämlich 20 Jahre oder so angetan und dann will man es danach nicht auch noch. Also so ein Dennis James und so, die sind ja alle jetzt noch extrem massiv. Jay Cutler ist gerade noch so, würde ich sagen, okay, aber ja auch schon zu massiv. Ich finde so Dennis Wolf eigentlich ganz cool, wie der es jetzt gemacht hat. Der ist wirklich schlank und ästhetisch und halt athletisch, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, das muss man auch gucken, wie es reinpasst, wie es kommt. Keiner gibt gern. Außer fürs Kind und... Ja, dann macht man das gern. Also wenn es jetzt einer sagt, du musst alle Muskeln verlieren, damit dein Kind überlebt, würde ich sofort. Wenn heute einer so dir sagt, du musst sterben, um dein Kind am Leben zu halten, würdest du sofort sterben. Ja. Also mit dem Kind mache ich alles. Es gibt auch nur einen Grund, und das sage ich nur einen Grund auf der Welt, wofür ich alles hinschmeißen würde, und das wäre mein Kind. Was haben wir jetzt Leckeres hier? Wir haben Salat. Hey Junge, Alice hat ja richtig aufgetischt. Das sieht ja gut aus. Ein richtiges Bodybuilding-Essen. So habe ich früher gegessen, das war jetzt kein Blödsinn. Wir haben Salat, Hähnchenbrust gegrillt, ohne Öl oder ohne Fett. Einfach. Ach wirklich, das ist wichtig, ja? Einfach hier, ja klar. Du musst ja probieren,
den Fettgehalt rein in die Masse, Junge. Relativ niedrig zu halten. Ne? Okay. Proteinreich, kohlenhydratreich. Normalerweise hätte ich alles das. Und eine kleine Portion Reis. Ich glaube, die müsste für Markus sein. Ist allein gegessen früher? Ja. Eine Platte und die Hälfte von dem Topf. Das wäre eine Mahlzeit gewesen. Nein. Doch, nicht übertrieben. Und das hast du alles immer selbst zubereitet, weil eben konntest du ja nicht kochen. Ich habe das halt, ich mach's anders. Ne, Alicia macht das jetzt vornehmen. Ich hätte es jetzt mit der Schere klein geschnitten. Hätte es in eine Mikrowelle gesteckt, in den Topf Wasser dazu, hätte es gekocht, hätte man Reis schnell dazu gemacht und hätte es gegessen. Oh, Gott sei Dank hast du nicht gekocht. Deswegen. So, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ja. Danke fürs Kochen. Ebenso. Und das, da wirst du doch nicht glücklich. Deswegen guckst du immer so grimmig. Früher war das so. Wie viele Wochen? 16, also 4 Monate. 4 Monate am Stück. Mhm. Und das hat dir Spaß gemacht. So wie jeder Beruf, ne? Also mir hat es ausgemacht, sagen wir es mal so. Spaß okay. Ist was anderes. Ich muss auch sagen, ich habe überhaupt kein Problem. Ich fresse jetzt seit ich 15 bin oder so Huhn. Das war jetzt nie der Punkt, wo es mir wirklich zum Hals rausgeschanzt ist. Ich bin ein sehr, sehr guter, gleichbleibender Esser, sag ich mal. Also ich kann immer die gleichen Lebensmittel essen und das chuckt mich gar nicht. Also ich brauche da nicht 1000 verschiedene, unterschiedliche Fleischsorten und sonst was. Einfach rein in die Fressluke und fertig. Und man muss sagen, Jahr für Jahr verändert sich das Ganze natürlich auch und wird besser. Aber das Essen war ja nur Mittel zum Zweck. Ich habe ja auch keinen Hunger gehabt. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Essen aus Genuss und Leidenschaft, was ja die meisten machen, aus Genuss, oder Essen als Ernährung. Und bei mir war die Essen ja eine Zufuhr von Protein, Aminosäuren, Kohlenhydrate. Ich habe ja auch nicht gerechnet in 300 Gramm Hühnchen, sondern in 60 Gramm Eiweiß und 40 Gramm Kohlenhydrate. Und habe die Makros errechnet. Je nachdem war die Mahlzeit. Ne? Aber gut gegrillt. Mein Lieber, wirklich vielen Dank, dass ich heute mit dir trainieren durfte. Es war mir ein Fest. Hat mir Spaß gemacht. Und ich würde sagen, für euch sind alle Links, die ihr da sparen könnt mit Gutscheincode und natürlich auch im Kiosk mit Troschis, könnt ihr hier nochmal alles sehen. Folgt Markus auf Instagram für Tipps. Unbedingt, würde ich mich freuen. Ja. Gibt immer ein bisschen was Lustiges und Neuigkeiten. Du hast doch 5-mal so viele Follower wie ich. Ja, Follower ist wie Penislänge, kann man nie genug haben. Ne? Gut, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah, herrlich. Das war's mit dem heutigen Video hier. Haben wir ein Lachen ins Gesicht gezaubert und so muss es doch sein. Die beiden auf jeden Fall Entertainment pur. Wenn es euch gefallen hat, schallert auch ein Like rein und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.